Mein Name ist Lea Frings. Ich kandidiere für die Piratenpartei als Direktkandidatin in Berlin-Mitte im Wahlkreis 4. Wir sind hier an der Turmstraße. Letztes Jahr stand die Turmstraße in absolutem Medienfokus. Wir haben alle das Drama am Lageso mitbekommen. Aber das Lageso betrifft eigentlich nicht nur Geflüchtete, sondern das, was am Lageso passiert ist, ist sinnbildlich für das ganze Behördenchaos in Berlin. Stellt euch vor, ihr müsst einen neuen Personalausweis beantragen, ihr habt euer altes Dokument verloren, morgen braucht ihr euren Flug und ihr braucht ein Ausweisdokument. Wenn man dann einen sogenannten Notfalltermin haben möchte an den Bürgerämtern in Berlin, hat man fast keine Chance, notfallmäßig ein neues Ausweisdokument zu bekommen und damit seine Ausweispflicht zu erfüllen. Die Piraten bieten dafür neue Lösungen. Es ist 2016, das ist die Landeshauptstadt und wir müssen einfach dazu übergehen, gewisse Behördenvorgänge zu digitalisieren. Dafür gibt es längst die Technik, dafür gibt es die Möglichkeit. Datenschutz ist unsere Stärke und deswegen, Berlin geht auch anders.